soziale Gerechtigkeit praktiziert werden kann, wenn man es will. Das wollen wir mit ganzer Kraft tun. Und im Endeffekt geht es darum, den Wohlstand dieser Stadt so einzusetzen, dass er allen zugutekommen kann. Und das wollen wir mit Herz und Verstand in die Kommunalpolitik hier einbringen, mit Kandidatinnen und Kandidaten, die Lebenserfahrung haben, die Kompetenz haben und die Garantie dafür bieten, dass sie ehrlich diese Aufgabe auch ausführen werden. Herzlichen Dank. Eine kurze kleine Anmerkung noch von mir. Ich sage das sehr gerne. Alle unsere Spitzenkandidatinnen und Kandidaten haben einen ordentlichen Beruf gelernt und in dem auch gearbeitet. Aber jetzt kommen wir zum Europawahlkampf und ich freue mich ganz, ganz doll, Ruth Firmenich Ihnen und euch vorzustellen. Ruth, komm mal her, ein bisschen nach vorne, das ist dein Applaus. Bitte schön. Ruth kandidiert für das Europaparlament und ich bin mir ganz sicher, dass Sie nicht nur am Sonntag auf der Kommunalwahl die Liste 10 ankreuzen, sondern bei der Europawahl die Liste 28. Und dann wird Ruth Sonntagabend 18 Uhr jubeln und Mitglied des Europäischen Parlaments sein. Und für Sie alle arbeiten. Sie stellt sich jetzt vor. Bitte Ruth, deine Bühne. Hallo, guten Tag. Ich bin sehr beeindruckt, wie viele Leute heute hier in Potsdam sind. Und das zeigt mal wieder, was wir auf der ganzen Wahltour schon gesehen haben. Das Interesse und die Unterstützung für unsere neue Partei ist riesengroß. Wir haben es eben schon gehört, dass das große Interesse auch mittlerweile vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahrgenommen werden musste, weil er gezwungen worden ist, das BSW ebenfalls wie die anderen relevanten Parteien auch zur Wahlarena einzuladen. Allerdings haben sie das nicht freiwillig gemacht, sondern wir mussten es einklagen. Dass wir damit Recht bekommen haben, das ist ein großer Erfolg für das BSW. Aber es zeigt auch, wie dringend es nötig ist, dass es eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine ausgewogene Berichterstattung. Davon ist aber leider immer weniger zu spüren. Und trotzdem, was immer sicher ist, die Gebühren sollen steigen. Und deswegen lehnen wir die geplante Gebührenerhöhung ab. Wer die Diskussionen in den Medien verfolgt, bekommt den Eindruck, das Land wäre komplett von Kriegsbegeisterung erfasst. Kritische Stimmen zum Kurs der Bundesregierung im Ukraine-Krieg finden sich kaum. Dabei ist die Stimmung bei vielen Menschen eine ganz andere. Viele Menschen haben nämlich sehr große Angst mittlerweile und das sehr zu Recht. Denn was wir gerade erleben, ist eine Politik, die so brandgefährlich ist wie nie. Da kann die SPD noch so viele Plakate mit Slogans wie Besonnenheit betiteln und Olaf Scholz als angeblichen Friedenskanzler preisen. Die Realität sieht einfach anders aus. Die Entscheidungen der Bundesregierung bringen Deutschland in akute Gefahr. Seit 2 Jahren sagt die Bundesregierung, man werde nichts beschließen, was unsere Sicherheit gefährdet und es sei auch ausgeschlossen, dass Deutschland zur Kriegspartei werden könnte. Wir erinnern uns alle, anfangs hieß es, dass es deshalb auch keine Panzerlieferungen geben werde. Was ist denn nun, wenn wir uns das mal zurückverfolgen, was ist passiert? Mittlerweile werden nicht nur Panzer in die Ukraine geliefert, sondern auch NATO-Kampfjets. Es gibt weitreichende Raketensysteme. Es werden ukrainische Soldaten ausgebildet und es wird jetzt sogar schon über einen Einsatz von NATO-Soldaten diskutiert. In Salamitaktik wurde jede rote Linie überschritten, die man sich selbst gesetzt hatte, vor der man selbst gewarnt hat. Und gleichzeitig behauptet die Bundesregierung nach wie vor,
es sei alles unter Kontrolle. Will man uns eigentlich für dumm verkaufen? Nichts ist unter Kontrolle und das ist das ein riesiges Problem. Die Entwicklung ist nämlich dramatisch. Gerade wurde entschieden, dass selbst deutsche Waffen von der Ukraine genutzt werden dürfen, um Ziele in Russland anzugreifen. Und dies wird von den Kriegsbesoffenen in der Ampel und ebenso auch in der Union auch noch gefeiert. Ich frage mich, wie bitte will denn Olaf Scholz garantieren, dass Russland den Einsatz deutscher Waffen nicht vielleicht doch irgendwann als Kriegseintritt versteht? Und wollen wir ernsthaft einen Krieg mit Russland riskieren? Das ist doch völliger Wahnsinn. Gerade erst wurde bekannt, dass die Ukraine Stützpunkte der russischen Atomstreitkräfte angegriffen hat. In Russland. Nicht direkt an der Grenze, sondern in Russland. Das finde ich ist absoluter Wahnsinn. Man stelle sich jetzt einfach mal vor, was würde passieren, wenn jetzt zum Beispiel Kuba auf die Idee käme, US-Atomwaffenstützpunkte mit Drohnen anzugreifen. Es würde doch keine 24 Stunden dauern, bis die Insel dem Erdboden gleich wäre. Wie also kommt man auf die Idee, dass Russland Angriffe auf sein Territorium auf Dauer einfach so hinnehmen wird? Das ist eine völlig verantwortungslose Politik, die mit dem Schicksal unseres ganzen Landes und unseres Kontinents spielt. Ich möchte nicht missverstanden werden. Natürlich ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine ein Verbrechen. Es ist abscheulich und es ist auf jeden Fall absolut zu verurteilen. Aber ich finde, das ist ein Grund oder sollte ein Grund sein, alles, was möglich ist, dafür zu tun, dass der Krieg schnellstmöglich beendet wird und das Sterben und das Leiden und aufhört. Aber das Gegenteil geschieht.